Für etwa 9 Stunden haben wir uns zusammen im Let's Play mit unserem flinken Seuchenarzt Corvus durch das verpestete Königreich Hermes gekämpft. Ich für meinen Teil hatte einen Heidenspaß dabei, doch wie sich Temesia im erbarmungslosen Seelenranking schlagen wird, wollen wir in diesem Video gemeinsam herausfinden. Bevor wir mit der eigentlichen Bewertung beginnen, werfen wir noch einen Blick auf die Kriterien. Der Seelenscore ist nämlich nicht mit dem klassischen Metascore vergleichbar. Zwar werden auch hier Punkte von 0 bis 100 vergeben, das Spektrum ist allerdings deutlich breiter, da der Punkteschlüssel speziell an das Souls-like-Genre angepasst ist. Zur Orientierung, ein mäßiges Spiel wie Dolmen liegt im Seelenscore bei 32 von 100 Punkten, während ein Meisterwerk wie Elden Ring bei 80 plus angesiedelt ist. Die Aufteilung sieht dabei wie folgt aus. 10 Punkte gehen an die Optik des Spiels, wobei sich diese Punkte aufteilen in Artstyle und Technik. Das Gameplay nimmt mit insgesamt 35 Punkten den größten Anteil ein, dicht gefolgt vom Level- und World-Design mit 30 Punkten. Die Feinverteilung könnt ihr jeweils unter den entsprechenden Oberpunkten sehen. Weitere 10 Punkte gehen an die Lore, bzw. wie die Geschichte inszeniert ist. Die 15 Punkte in Atmosphäre sind sozusagen mein persönlicher Joker. Hier wird der Gesamteindruck, den das Spiel auf mich gemacht hat, bewertet. Das war jetzt allerdings genug Gesabbel. Packen wir unser Skalpell aus und nehmen das knüppelharte Souls-like von Overborder Studio auf dem OP-Tisch auseinander. An dieser Stelle geht natürlich eine ganz, ganz fette Spoilerwarnung an alle raus. Ich habe euch gewarnt. Fackeln wir aber nicht lange und stürzen uns in die düsteren, von Infizierten gespickten Erinnerungen unseres Helden. In Sachen Optik muss sich Temesia als Indie-Titel wirklich nicht verstecken. Auf Basis der Unreal Engine zaubert Overborder Studio ein sehr stimmungsvolles Bild auf unserem Monitor. Der geschickte Artstyle ist hier besonders lobend hervorzuheben. Bei genauerem Betrachten merkt man dem Spiel seine Indie-Herkunft allerdings dann doch an. Es gibt recht wenige Details und innerhalb der Levels, die im Vergleich zueinander zwar sehr abwechslungsreich gestaltet sind, ähneln sich sehr viele Ecken stark. Dennoch holt sich Temesia in dieser Disziplin 5 von 10 Punkten. Machen wir weiter mit dem Gameplay. Zunächst ein paar allgemeine Worte. Temesia spielt sich großartig. Die Kämpfe sind flott, fordernd und dank des guten Trefferfeedbacks unfassbar befriedigend zu meistern. Temesia vertraut dabei nicht nur auf das altbekannte Souls-Gameplay, sondern fügt mit dem Wundensystem, bei dem ausgeteilter Schaden nach einer Weile wieder regeneriert wird, sollte man ihn nicht schnell genug mit Klauenangriffen permanent machen, dem Genre ein herrlich erfrischendes Element hinzu. Auch das Seuchenwaffensystem ist ein netter Bestandteil, der für viel Spaß und Experimentierfreude sorgt. Starten wir aber mit einem der wichtigsten Gameplay-Elemente eines Souls-Likes, den Bosskämpfen. Mit gerade einmal 4 Hauptbossen und weiteren 4 optionalen Bossen fällt diese Liste bei Temesia im Vergleich zu anderen Genrevertretern recht kurz aus, was aber natürlich in Kombination mit der kurzen Spielzeit nur stimmig ist. Die 8 Bosskämpfe sind dabei auch ziemlich abwechslungsreich gestaltet. So haben wir 4 NPC-artige Bossgegner im klassischen Sekiro-Style, bei denen perfektes Parieren und geschicktes Kontern gefragt ist, einen klassischen großen Ritter mit großem Schwert, eine dämonenähnliche Fledermaus sowie 2 Gimmick-Fights. Diese 2 Gimmick-Bosse stellen meiner Meinung nach leider wie so häufig das größte Problem dar. Selbst Genrekönig From Software versagt bei derartigen Kämpfen regelmäßig und dementsprechend mies sind diese beiden Gegner leider auch bei Temesia designt. Während dieser Hentai-Tentakel noch recht flott zu bezwingen ist, kann die ewige Rennerei beim Narrengott bei mehrmaligem Ableben doch sehr frustrierend sein, weil man den ganzen Weg immer und immer wieder ablaufen muss. Glücklicherweise sind beide dieser Gimmick-Fights rein optional hinter Sidequests versteckt. Von den übrigen 6 Bossen würde ich 3 als grundsolide bis gut einstufen. Die anderen 3 Endgegner spielen allerdings in Sachen Qualität ganz oben mit in der Genre-Tabelle. 2 davon können sich meiner Ansicht nach sogar mit den erstklassigen Bossen von From Software messen. Absolut großartige Arbeit an der Stelle. Insgesamt kommt Temesia damit auf starke 8 von 15 Punkten bei den Bossen.
Trotz der überschaubaren Spielzeit ist das Gameplay von Tunesia erstaunlich tief. Neben dem Aufleveln von 3 Statuswerten und dem sowieso schon vielseitigen Kampfsystem kann Corvus auch mächtige Seuchenwaffen von seinen Gegnern stibitzen, anschließend selber im Kampf einsetzen und an Checkpoints permanent freischalten und sogar aufwerten. Jede Seuchenwaffe hat dabei ein einzigartiges Moveset. Zudem erlaubt uns ein recht großer Skilltree, Corvus Kampffertigkeiten an unseren eigenen Kampfstil anzupassen. So können wir uns zum Beispiel entscheiden, ob wir beim Parieren höheren Wundenschaden verursachen wollen oder ob wir uns das Timing auf Kosten des Schadens erleichtern wollen. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass man diese Fertigkeitenpunkte jederzeit am Checkpoint neu verteilen kann, was zum Experimentieren einlädt und ein nerviges Verskillen verhindert. Leider reicht ein Spieldurchgang nicht ganz aus, um wirklich alles ausprobieren zu können. In puncto Spieltiefe erreicht Tunesia aber trotzdem sehr gute 8 Punkte. Die Balance ist bei Souls-Spielen ja bekanntlich immer ein kleines Problem gewesen. Der Frustfaktor bleibt bei Tunesia dabei aber erfreulich gering. In der Regel ist bei jedem Boss oder Elite-Gegner ein rettender Seelenthron, das Leuchtfeuer-Pendant in Tunesia, nicht weit. Aufgrund der präzisen Steuerung fühlen sich die Kämpfe zudem zu keinem Zeitpunkt unfair oder gemein an und wir wissen tatsächlich immer, warum wir gestorben sind. Einziger Minuspunkt ist hier die Lernkurve, wenn man sie als solche bezeichnen kann. Die ist nämlich buchstäblich eine Wand. Der erste Boss im Spiel ist meiner Ansicht nach bereits der zweitschwerste und an ihm muss jeder zwangsläufig vorbei, um in der Story voranzukommen. Dieser harte Einstieg stellt besonders für Genre-Neulinge eine Hürde dar, wie sie sonst kaum ein anderes Souls-Spiel bereithält. Gut, aber wer hat denn gesagt, dass jedes Souls-like leicht anfangen muss? Auch bei der Balance räumt Tunesia trotz dieses Kritikpunktes 8 Punkte ab. In Sachen Gameplay holt sich Tunesia hiermit hochverdient insgesamt 24 von 35 Punkten. So erfrischend und launig spielen sich nämlich nur die wenigsten Konkurrenten. Kommen wir weiter zum zweitwichtigsten Punkt, der Souls-like-Spiele ausmacht, dem Level-Design. Grundsätzlich macht Tunesia hier keinen schlechten Job. Wir spielen Corvus Erinnerungen nach, die über eine Hubwelt zu erreichen sind, wobei jede der 3 Erinnerungen jeweils ein Gebiet darstellt. Die Levels sind durchwegs mit sinnvollen Abkürzungen und nonlinearen Vorankommen recht geschickt gebaut, kommen aber leider zu keinem Moment an das grandiose Level-Design eines Dark Souls oder Bloodborne heran. Auch in Sachen Environmental Storytelling muss das Indie-Spiel im Vergleich zum großen Vorbild Abstriche machen. So präsentiert Tunesia zwar eine atmosphärische Spielewelt, die uns aber irgendwie nicht allzu sehr in ihren Bann reißen mag, wie das zum Beispiel Janem aus Bloodborne tut. Ich vergebe insgesamt hier 17 von 30 möglichen Punkten. Nun kommen wir auf den wohl schlechtesten Teil von Tunesia zu sprechen, die Story. Dabei wäre die Lore eigentlich gar nicht so uninteressant, wenn sie uns nicht in so extrem liebloser Form von ein paar Zettelchen auf dem Busen präsentiert würde. Hier muss Overboarder Studio beim nächsten Mal noch ordentlich aufstocken. Mit viel gutem Willen vergebe ich 3 von 10 Punkten. In seiner Gesamtheit macht es sich Tunesia mit seinem Gothic Horror Setting und der Geschichte, die beide sehr eindeutig von From Softwares Meisterwerk Bloodborne inspiriert sind, natürlich nicht gerade einfach. Da sich der Vergleich zum Vorbild besonders in den ersten beiden Gebieten praktisch ständig aufdrängt. Andererseits hatte ich selten so großen Spaß mit einem Spiel und auch die sehr kurze, oft kritisierte Spielzeit wirkte auf mich eher angenehm und erfrischend. Tunesia hat mich dennoch, trotz seiner Schwächen, 9 Stunden lang an das Gamepad gefesselt, wie das nur wenige andere Titel zuvor geschafft haben. Ich vergebe also abschließend 11 von 15 Punkten in Atmosphäre. Insgesamt erreicht Tunesia damit einen sehr guten Seelenscore von 60 Punkten und ist damit ein absoluter Pflichtkauf für Genrefans und Interessierte. Aber seid gewarnt, Tunesia ist hart, meiner Meinung nach härter als ein Großteil der Konkurrenz. Mein Wunsch an die Entwickler lautet: Gebt mir mehr. Das nächste Mal hoffentlich mit größerem Budget, dann könnte Tunesia 2 zu einem richtigen Hit werden.